Tja, da hätte ich mal Mittagspause machen sollen. Weiß man halt vorher nicht. Beziehungsweise, ja, eben war die Pause auch nötig. Da wollte ich wirklich nicht mehr weiter. Hab leider keine Ahnung, was das da unten ist. Ja, nette Aussicht. Da hinten ist dann die Rheinebene. Und da kann man, ganz hinten kann man die Vogesen erahnen. Ja, so ungefähr. Ja, das ist mal praktisch, da lerne ich jetzt auch mal ein bisschen was dazu. Jetzt kann man es auch besser lesen. Ich weiß wohl, dass der Pfälzerwald an die Nordvogesen direkt anschließt. Also man beachte die hinterste Linie, die hier eingezeichnet ist. Ich wusste aber nicht, dass der Pfälzerwald schon hier zu sehen ist, also von hier aus. Ja cool, wunderbar. Dann ist das, was ich da eben als die letzten Ausläufer der Vogesen bezeichnet habe, nicht die Vogesen, sondern der Pfälzerwald. Ja, cool. Vogesen sind dann da hinten. So als schematischer Umriss zu erkennen. Und was man da hinten als schematischer Umriss da hinter dem Kraftwerk erahnen kann, das ist schon der Pfälzerwald auf jeden Fall. Cool. Bin ja auch schlauer. Da gibt es auch nochmal so eine Tafel. Wer sich die genauer angucken möchte, darf Pause drücken. Ah, wartet, ich zoome es noch ein bisschen ran. So. Und hier ist auch nochmal eine. Also inzwischen ist das wirklich ein Weg nach meinem Geschmack. Also hier hinter mir könnt ihr so ein bisschen erahnen und hier seht ihr es noch viel besser. Also das hat jetzt schon was. So stelle ich mir so einen Westweg vor. Nicht so wie eben da am Abhang entlang. Das war zwar schöne Aussicht, aber ich rechne irgendwo mit einem Weg, der so verläuft. So ein schöner kleiner Waldfahrt. Vielleicht sogar noch ein bisschen kleiner als der hier, aber gut, da will ich mich nicht beklagen. Der ist schon so sehr in Ordnung. Ja, eben war der Schrei des großen Bennvogels im Wald zu hören, der sich freut, weil er einen Brunnen gefunden hat. Boah, wunderbar. Also ich habe gerade wahnsinnig Durst und überlege, ob ich denn wirklich mir leisten kann, nennenswert was zu trinken. Frage hat sich gerade geklärt. Boah, hab ich jetzt Durst, echt.
bisschen Geschmack ins Wasser hat den Vorteil, dass ich dann auch mehr getrunken bekomme. Also dann trinke ich auch gerne jetzt viel. Davon abgesehen, ich merke gerade echt, dass mir ein bisschen Zucker gerade definitiv auch nicht schaden wird. So, jetzt habe ich 2 Liter Energy Drink und das hat nur gefühlte 12 Minuten ungefähr gedauert, bis ich die Flaschen voll hatte. Ja gut, ich habe auch immer wieder mal rausgetrunken, bis nichts mehr reingegangen ist. Jetzt habe ich definitiv keinen Durst mehr und auch keine großen Sorgen um meine Wasserversorgung. Ich habe noch 1/3 Liter, der ist noch von heute Morgen, ohne irgendwelche Zusätze. An dem Brunnen hier steht nichts von kein Trinkwasser. Weshalb ich jetzt einfach mal ganz frech davon ausgehe, dass es sich deswegen um Trinkwasser handelt. Würde wirklich Sinn machen, weil hier hinten ist keinerlei Bachlauf oder ähnliches. Das muss eine eingefasste Quelle sein, alles andere geht nicht. Das riskiere ich jetzt einfach mal. Wenn es falsch war, werde ich halt krank. Also die gute Nachricht, ich bin wohl seit der letzten Pause super gut vorwärts gekommen und habe erheblich mehr Kilometer gemacht, als ich gedacht habe. Kurz nach der letzten Pause kam nämlich ein Schild, Kaltenbronn 12 Kilometer oder ich glaube 11,5. Hab versucht motiviert zu sein und das gut zu finden. Dann kam jetzt ganz lange überhaupt kein Schild mehr und in mir stieg schon die Hoffnung, dass ich dem Ding wahrscheinlich näher gekommen bin, als ich dachte, wenn dann das nächste Schild kommt. Aber doch so nah überrascht mich jetzt, sind wohl bloß noch 5,5 oder was. Also das ist natürlich sehr motivierend. Dafür muss ich jetzt diesen Weg hochstapfen, der ganz schön steil ist. Das sieht man ja immer auf der Kamera so schlecht. Also so eine Wiese lässt ein Botanikerherz höher schlagen. Da hat es alle möglichen interessanten Sachen drin. Aha. Gut, dass ich kein Botaniker bin. Heidenei. Sonst würde ich hier gar nicht weiterkommen. Dann wollte ich euch ja noch erzählen, ich bin vorhin durch ziemlich viele, ziemlich junge Wälder gelaufen. Ich gehe mal schwer davon aus, dass davon auch noch einige kommen werden. Dieser überproportional hohe Ansatz sehr junger Wälder, bei dem man den Eindruck haben könnte, der hier herrscht im Schwarzwald, liegt daran, dass das tatsächlich so ist, wegen Sturm Lothar. Sturm Lothar, also Orkan, 1999, hat wirklich extreme Schäden im Schwarzwald angerichtet. Ich bin ja immer vorsichtig mit dem Begriff Schaden. Schaden ist immer nur dann, wenn der Mensch sagt, es ist ein Schaden. Ökologisch gesehen ist es ja eigentlich egal. Aber bei so riesigen Flächen, da muss ich Schaden sagen. Und das kommt halt eben, ja, und die Folge davon ist, dass wir hier ganz viele junge Wälder, die ziemlich genau, 17 Jahre alt sind, haben. So grob, noch nicht ganz 16. Drei Viertel, irgend sowas. Also das wollte ich nur noch mal kurz erwähnt haben, wann immer ihr im Hintergrund einen ziemlich jungen Wald seht. Seht ihr im Moment nicht. Liegt daran, dass das hier ausgedehnte warum muss da jetzt ausgerechnet die Buche stehen, wenn ich gerade sagen will, es handelt sich um ausgedehnte Fichten- und Kiefernwälder. Aber was da liegt, sind zumindest mal Kiefern. Also müsst ihr es mir doch glauben. Irgendwo müssen die ja herkommen. Ja, also hier, da kann man es ganz gut sehen, da drüben. Überwiegend Nadelholz. Aber wir sind hier auf, nicht ganz 900 Metern. Und das führt dazu,
dass das schon gar nicht mehr so standortfremd ist. Und deswegen, finde ich, sehen hier oben die Nadelwälder oft auch viel schöner aus als unten. Also das ist genau das gleiche Prinzip wie im Flachland. Das ist eine Fichtenmonokultur, jetzt was ihr gerade sehen. Aber es gibt was auf dem Boden, da wächst mal ein bisschen was. Da ist nicht einfach nur nichts und das sieht nicht alles so tot aus. Und insgesamt einfach ein bisschen frischer, vitaler. Auch hier drüben. Das ist sowas, was man dann als grüne Hölle bezeichnen könnte. Viel Licht gibt es da nicht, aber trotzdem auf dem Boden wächst was, da ist was. Das ist also schon ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Fichte hier nicht völlig falsch ist. Ist sie trotzdem noch, aber also es gibt viel schlimmere Beispiele. Darauf wollte ich einfach nur hinaus. Ja, und so Blöcke wie der hier, das Ding da, da kann man sich auch immer ziemlich sicher sein, dass die aus der letzten Eiszeit noch stammen, dass die quasi oben auf dem Eis oder zumindest in der Mitte oder irgendwo im Eis drin waren. Als das Eis geschmolzen ist, sind sie dann halt zu Boden geglitten und an allen entsprechender Stelle liegen geblieben. Das gilt grundsätzlich für jeden großen Stein, der irgendwo im Schwarzwald, irgendwo in der flachen Landschaft rumliegt. Wenn er nicht in der flachen Landschaft rumliegt, sondern zum Beispiel als Säule irgendwo rumsteht, dann ist das nochmal ein ganz anderes Thema. Aber nur, dass ich es mal gesagt habe. Ja, hier so eine Rückgasse wie diese hier, die mag für euch vielleicht schon ein kleines bisschen schlimm aussehen. Ich zoome mal ein wenig ran, ist wegen der Belichtung sonst schwierig. Ja, das ist aber noch im absolut üblichen Rahmen. Also geht natürlich besser. Manchmal hat man Situationen, da kriegt man es echt noch besser hin. Aber das ist wirklich normal und wegen sowas braucht man nicht beim Förster anrufen und schimpfen. Also wirklich nicht. Das geht halt einfach nicht besser. Die ist auch noch relativ frisch. In 2 oder 3 Jahren werdet ihr ohne geschultes Auge oder besonders darauf zu achten, schon gar nicht mehr großartig merken, dass sie mal so ein Ding gewesen ist. Vielleicht auch 4 Jahre, aber spätestens dann. Also das ist wirklich noch im Rahmen des leider Nötigen. Irgendwo muss man Holz da rausholen und das geht halt wirtschaftlich, gerade bei diesen hier in der Höhe wachsenden Fichten, nur mit Harvester. Also sprich schwerem Maschineneinsatz, einfach weil das Personal sonst viel zu teuer wäre, wenn man das mit Massenaufkommen an Waldarbeitern machen lassen würde. Und ich kann nicht oft genug sagen, die Alternative zu hochmaschineller Holzernte in Deutschland ist nicht etwa alles irgendwie mit dem Rückgefährt rausholen und so weiter und so fort. Das kann man kleinräumig natürlich machen, das funktioniert dann durchaus. Aber funktioniert halt wirklich absolut nicht überall und auf die große Masse gesehen, musst du das natürlich irgendwo beim Holzpreis dann auch wieder aufschlagen oder der Waldeigentümer ist bereit, auf den zusätzlichen Gewinn quasi zu verzichten, den er bekommen würde, wenn er auf schwere Maschinerie zurückgreifen würde. Und deswegen ist die Alternative zur hochmaschinellen Holzernte in Deutschland nicht irgend so ein Larifari-Programm, sondern Import. Weil wenn du es nicht billig anbieten kannst, das Holz, dann wird es importiert, ganz einfach. Verbraucher ist nicht bereit, extrem teures Holz zu bezahlen für so eine komplexe Geschichte, die er nicht so ganz versteht. Beziehungsweise die meisten Verbraucher kaufen eh nur irgendwelches Holz und es interessiert sie jetzt meistens gar nicht, also naja, meistens falsch betrieben, sagen wir oft. Oft interessiert sie es gar nicht so sehr, wo es herkommt. Und deshalb wird auch ganz häufig irgendwelches Mistholz aus illegalem Raubbau aus anderen Ländern. Und da muss man gar nicht weit fahren. Da reicht schon, wenn ihr 2, 3 Länder nach Osten fahrt. Da gibt es sowas dann schon. Zwar nicht viel, aber immerhin so im kleineren Maßstab. Und spätestens in Russland wird das dann im riesigen Maßstab betrieben. Und wenn ihr das unterstützen wollt, dann könnt ihr weiterhin euch über Rückgassen aufregen. So, das musste jetzt mal gesagt werden.